Im Prinzip reicht ein Textverarbeitungsprogramm wie Word, der Zugang zu biomedizinischen Datenbanken und zu den relevanten Artikeln aus, um einen systematischen Literaturreview zu schreiben. Mit ein paar zusätzlichen Tools kann man sich die Arbeit aber sehr erleichtern. Als fast unentbehrlich erachte ich ein Literaturverwaltungsprogramm. Die Referenzen aus den verschiedenen Datenbanken lassen sich damit viel einfacher sammeln. Die Programme helfen beim Auffinden von Duplikaten, die man zwangsläufig erhält, und schließlich bei der Formatierung der Referenzen im Artikel, den man schreibt. EndNote ist sehr weit verbreitet, kostet aber etwas. Zotero und Mendeley sind gratis. Das Entfernen der Duplikate ist bei großen Mengen mühsam. Denn die Resultate aus den verschiedenen Datenbanken sind nicht genau gleich formatiert. Also in einer Datenbank stehen die Seitenzahlen zum Beispiel im Format 129 bis 134, in der nächsten 129 bis 34. Dann kommen auch Schreibfehler dazu oder unterschiedliche Publikationsjahre, denn manchmal ist das Jahr der Online-Publikation angegeben, während der Artikel eigentlich erst im Folgejahr in einem Heft erscheint. Wer öfter systematische Reviews schreibt, profitiert vom Tool DeduClick. Leider ist dieses auch kostenpflichtig. Es gibt auch Programme, die speziell für das Screening von Referenzen und die Extraktion der Daten konzipiert sind. Wir verwenden Covidence, auch dieses kostet etwas. Es hilft aber sehr, den Überblick über die einzelnen Schritte zu behalten. Also Screening von Titel und Abstract, wie viele Referenzen gelangen in den nächsten Prozessschritt, das Screening von Volltexten und so weiter. Und Covidence ermöglicht uns, Referenzen durch zwei oder mehr Personen unabhängig screenen zu lassen. Im Anschluss sucht man den Konsens bei den Einträgen, bei denen man sich nicht einig war. Nebst Covidence gibt es weitere Programme. Ich verlinke euch unten einen Vergleich. Neuerdings sortiert Covidence Referenzen mittels Machine Learning. Das ist dann hilfreich, wenn man sehr viele Referenzen hat und nicht alle screenen möchte. Die Idee dahinter ist, dass aufgrund der von Hand beurteilten Referenzen die übrigen so sortiert werden, dass die relevanteren nach oben sortiert werden. Machine Learning wird auch im Tool AS Review Lab verwendet, welches gratis und Open Source ist. Manchmal liest man in Reviews, dass alle nicht englischsprachige Literatur ausgeschlossen wurde. Heute gibt es aber schon so gute Online-Übersetzungsmöglichkeiten, dass das aus meiner Sicht kaum mehr Sinn macht. Vorbei sind die Zeiten, in denen man einen Tag mit der Übersetzung eines russischen Artikels verbrachte. DeepL und so weiter erledigen das in Sekunden oder Minuten. Und die Übersetzung reicht meist aus, um zu entscheiden, ob man den Artikel berücksichtigen möchte oder nicht. Also bei einer klinischen Studie zum Beispiel, was die Endpunkte und Ergebnisse waren. Eventuell auch hilfreich können Tools sein, die einem beim Erstellen der Suchstrategie und Übersetzen in weitere Datenbanken helfen. Wie zum Beispiel der Systematic Review Accelerator. Ich habe damit aber noch nie gearbeitet und kann daher nicht mehr dazu sagen. Ganz neue Möglichkeiten bietet auch ChatGPT im Bereich der Beurteilung des Risk of Bias in Studien und der Datenextraktion. Im besten Fall funktioniert dies auch in verschiedenen Sprachen. Wie gut ChatGPT im Vergleich mit menschlichen Reviewern abschneidet, wird zurzeit untersucht. Und ich bin auf die Resultate gespannt. Ein weiteres KI-Tool ist Cite. Damit lässt sich zum Beispiel nach Referenzen für oder gegen eine Aussage suchen. Hilfreich ist das in der Einleitung oder Diskussion eines Reviews oder eines anderen Artikels. Selber denken muss man aber trotz künstlicher Intelligenz weiterhin. Kennt ihr weitere nützliche Tools? Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.